Hallo ihr Lieben, heute soll es um ein ganz aktuelles Thema gehen, für das wir beten wollen, nämlich um das Thema Heilung. Ich denke, jeder, der schon mal krank war, richtig, kennt die große Sehnsucht, wieder gesund zu werden. Wir gehen zu Ärzten, nehmen teure Medizin und hoffen einfach, dass es besser wird. Aber wir haben den zuverlässigsten, zu dem wir kommen können und der uns Heilung schenken kann, nämlich Jesus selber. In seinem Namen ist das schon festgelegt. Es gibt so verschiedene Auslegungen oder verschiedene Namen für Gott und einer davon ist Yahweh Rapha. Yahweh Rapha heißt der Herr, der mich heilt, der Herr mein Arzt und der Herr ist Heilung. Und das wollen wir auch ganz gerne für unsere Geschwister in der Gemeinde, die jetzt so durch Krankheit befallen sind, tun. Wir wollen das weitergeben, weil Jesus seinen Jüngern auch den Auftrag gegeben hat, dass sie Kranke gesund machen sollen, dass sie Dämonen austreiben sollen, sogar dass sie Tote auferwecken sollen. Dieser Auftrag steht in Matthäus 10, Vers 8, das könnt ihr gerne nachlesen. Und meine Andacht habe ich so überschrieben, Heilung ist das Brot der Kinder. Brot braucht man täglich und wir dürfen Kinder Gottes sein. Wir dürfen zur Familie unseres großen Gottes gehören. Und da wissen wir, ein Gott, der die Welt geschaffen hat, der ist sehr wohl in der Lage, auch Krankheiten wieder wegzumachen. Und auch wenn es Verkrüppelungen sind oder ganz schwierige Sachen, bei Gott ist nichts unmöglich, weil er ist der Herr des Universums und er hat die Welt geschaffen und er hat die Menschen konstruiert, sage ich mal, und weiß ganz genau, was wohin gehört und wie es richtig funktioniert. Und es ist immer wieder erstaunlich und ein Wunderwerk, was in unserem Körper vor sich geht. Ob das die Leber ist, die ein Riesenlabor eigentlich darstellt, oder die Nieren, die für die Entgiftung zuständig sind. Und wenn eines dieser Organe nicht funktioniert, dann gerät der ganze Körper durcheinander. Wir wollen ganz besonders an unsere Geschwister in der Gemeinde denken. Ich denke jetzt zuerst an den Jonathan. Ihr kennt ihn alle, wenn er im Rollstuhl sitzt und es geht sehr, sehr mühsam vorwärts. Er hat durch den Unfall diese Querschnittslähmung bekommen und kann auch noch nicht wieder richtig sprechen, aber er lernt das und ich bin total begeistert, was Gott schon für ein Wunder an ihm getan hat. Und wir wollen einfach dafür beten, dass der Jona wieder ganz gesund wird. Das ist vor unseren Augen unmöglich, aber lest einfach in der Bibel die Geschichten, wo Jesus geheilt hat, da sind Gelähmte aufgestanden. Ihr kennt ganz viele davon selber. Und lasst uns heute wirklich eins werden im Gebet für unsere Kranken. Ich denke auch besonders an den Martin und bitte betet auch für die Familie, für die Kerstin und für die Kinder, dass Gott sie wirklich tröstet und dass wir ein Wunder erwarten wollen, so wie der Alf gepredigt hat am Sonntag, dass wir Geduld und Glauben brauchen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Wir wollen auch in dem Zusammenhang an den Gerd denken von der Heike, der Mann, ihr kennt ihn alle, er hat einen Lymphdrüsenkrebs und das ist auch eine Sache, die sehr, sehr schwierig ist, aber wir wollen sehr gerne dafür eintreten vor Gott und bitten, dass auch diese unheilbare Krankheit geheilt werden kann. Und ich habe gemerkt, wie wunderbar das ist, wenn die Gemeinde auch für mich gebetet hat in dieser Zeit und auch noch, dass ich da wirklich getragen bin und dass ich weiß, bei Gott ist nichts unmöglich und sein Wille für uns ist Heilung. Und ich möchte jetzt schon gleich mal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du wirklich unser allerbester Arzt bist und dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir dich bitten dürfen. Und ich bringe dir jetzt die Kranken in unserer Gemeinde auch danke, Herr, dass du wirklich dafür sorgst, dass sie gesund werden. Und dass du uns beistehst, auch mir, dass wir das erleben werden und dass wir ein Zeugnis für dich sind, für deine große Macht und Herrlichkeit. Und Heiliger Geist, wir wollen dich auch immer wieder einladen, dass du uns führst und leitest, dass du uns zeigst, was am wichtigsten ist. Auch in dieser Corona-Situation, wir bitten dich einfach, dass du uns führst, dass du uns hilfst, dass wir mit Vollmacht beten dürfen.
Amen.